Freundliche Worte können Leben verändern. Freundliche Worte, bin ich überzeugt, können Wunder bewirken. Im Leben von unseren Mitmenschen, im Leben aber auch von uns selber. Wenn wir so schaffen, das zu sagen, schaffen, irgendwo Leute zu ermutigen, glauben, es hat so eine grosse Kraft. Vielleicht manchmal sogar mehr als tatkräftig helfen, als sich mit Sorgen zu machen, sondern probieren auszusprechen, wie wir im Jesaja 3,10 haben gelesen, sagen wir dann auch Gott lieben, dass es gut kommt. Jetzt möchten wir aber doch auch noch recht herzlich alle begrüßen. Die Predigt immer wieder auf Podcast nachschauen. Geben wir Ihnen einen lauten Applaus in unserem Kalkofen raus. So schön, habt ihr eingeschaltet. Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken zum Thema «Freundliche Worte können Leben verändern» teilen. Ich glaube, wenn wir etwas Nettes zu unseren Mitmenschen sagen, irgendwo ein Kompliment machen, vielleicht sagen, du hast es gut gemacht oder irgendwo, ich bin dankbar für dich, vielleicht zu unserem Ehepartner irgendwo sagen, wir sind dankbar, dürfen das Leben mit dir teilen. Oder auch unseren Kindern, unserem Umfeld, unseren Arbeitskollegen, sonst ein Kompliment machen, ist das oftmals eigentlich ja etwas sehr Einfaches oder sieht sehr einfach aus, aber ich bin überzeugt, das hat unglaublich grosse Kraft. Wir lesen auch in der Bibel spannend im Jesaja 3,10, wie steht, sagt denen, die Gott lieben, dass es gut mit ihnen wird. Denn sie werden sich freuen an der Frucht ihres Tuns. Und ich habe es spannend gefunden, hier in diesem Teil der Bibel steht nicht, geht zu denen, die Gott lieben und betet für sie. Obwohl das auch ganz gut ist, aber hier steht, geht einfach zu denen Herren, die Gott lieben und sagt ihnen, dass es gut wird. Das heisst doch nicht, geht zu den Herren, die Gott lieben und sagt ihnen, wie sie ihr Problem lösen können, sondern es heisst, man soll einfach sagen, dass es gut wird. Und so bin ich überzeugt, dass eigentlich ein Wort von Ermutigung, irgendetwas Kleines, du hast die Sitzung genial gemacht, du hast die Familienferien genial geplant, merci vielmal, du hast gekocht heute für uns als Familie, merci vielmal, bist du heute aufgestanden und auch in meine Firma arbeiten, merci vielmal, bist du überhaupt der Chef, dass ich an einem Ort arbeiten kann. So Wörter von Ermutigung können, glaube ich, wahnsinnig viel auslösen und auch gute Gefühle, glaube ich, uns allen immer wieder auslösen. Ich bin überzeugt, das ist auch gesungen für unser Herz. Und das ist ja so, wir alle haben irgendwo gern, wenn gesehen wird, was wir probieren zu machen. Wenn vielleicht auch gewisse Anerkennung auf das kommt, und ich bin überzeugt, es stärkt auch immer wieder von Neuem unser Selbstbewusstsein, wenn Menschen den Mut finden oder vielleicht auch die Zeit finden, ein kleines, gutes Wort gegenüber uns aussprechen. Ich durfte das auch so genial erleben vor einiger Zeit. Ich bin als junger Gil mit viel Energie aufgewachsen und ich durfte sehr schnell Hockey spielen, damit die Energie ein bisschen loswerden kann. Und das war ein Begleiter von meinem Leben. Ich habe den Sport geliebt. Immer von, wie soll ich sagen, so von der Sommerferien an, wenn es langsam kälter wurde, war meine Lieblingsjahreszeit, weil mich gefreut hat, dass die Hockey-Saison wieder anfängt. So durfte ich lange Zeit spielen, mit 20, habe ich dann aber die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt und dann einfach noch in der Liga, so einmal in der Woche, so ein bisschen zum Bewegen, gespielt. Im 2020 haben wir nachher gemerkt, als Familie, mit allem, was läuft, gut, jetzt ist der Moment da, dass ich aufhöre mit Hockey. Spielen haben uns auch wohlgefühlt bei dem, wo mit der Familie das abgesprochen, in Rehe und gemerkt, das ist gut. In der Nacht habe ich immer wieder ein bisschen geträumt, wie es mich doch noch braucht. Oder kennt es vielleicht, wenn man manchmal etwas träumt, oder? Ich habe manchmal so geschossen in der Nacht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt hätte ich es gut geschossen, aber dann bist du verwacht, du bist nur im Bett und hast gemerkt, okay, nein, gut, du bist nicht mehr am Hockey spielen, es ist gut, deine Zeit ist durch. So haben wir gemerkt, okay, gut, jetzt ist eine neue Phase und letztes Step haben wir uns entschieden, oder auch ich mich darf entscheiden, dass ich meine Schläfe nochmal bingen und nochmal aktiv Hockey spielen. Das Problem war ein bisschen, ich bin bedeutend älter geworden, es ist natürlich ein Sport, der viel Energie braucht und alles von ihm abverlangt, aber ich habe gemerkt, in den Aktivfliegenden sind irgendwie wo Kinder auf einmal auch erwachsener geworden und auch in dieser Liga von Spielen, und hat es dann manchmal so lustige Begebenheiten gegeben. Hockey ist ja etwas, wo man gerne so ein bisschen verbal austauscht, oder? Nicht nur ganz lieb gemeinte Worte, aber es ist auch etwas, was dazugehört. Und einmal sind wir so an einem Bulli gestanden und er wirklich ein sehr junger Gil, hätte ich jetzt fast gesehen, ist ein bisschen frech geworden und hat mir Zeug gesagt. Und dann dachte ich, oder ist mir gerade so auf der Lippe gewesen, mit Erwachsenen redet man dann nicht so, gell?
Dann habe ich aber gleich gemerkt, ja, der ist ja eigentlich schon 20, oder? Bis einfach still. Auch wenn er vielleicht fast nur halb so alt ist. Aber warum erzähle ich das? Es hat einen Moment gegeben, lustigerweise auch im Hockey, ein Familiensundi war das, Anfang Dezember. Wir haben die Familie eingeladen, wir durften ein Spiel spielen. Ja, dann bin ich im ersten Drittel dreimal auf dem Eis, ich durfte drei Goal schiessen. So sind die Jüngeren dann ein bisschen stiller geworden. Oder? Aber nachher hat die lokale Zeitung das Gefühl gehabt, das war jetzt eine geniale Leistung von dem auch ein junggebliebener Herr, haben ein Foto vom Kalkofen herausgekopiert, dann sind die Zeitung geschrieben und er dort drinnen geschrieben, dass ich mit meinen drei Goal den Gegner wie alleine zerstört habe. Und spannend ist das, darum, was ich erzählen soll. Meine Frau hat das angeschaut und nachher hat sie gesagt, wow, ich bin stolz auf dich. In deinem Alter gegen so viele Jüngere. Das muss er jetzt erst einen nachmachen, Potztausend. Genial, hast du das gemacht? Sie hätte ja auch können sagen. Ja, komm, jetzt tu nicht so. Du bist ja nicht mal in der höchsten Liga. Du hast ein bisschen Glück gehabt. Ich habe gesehen, du hast dort herwollen schiessen, aber der Böck ist per Zufall dort reingegangen. Sie hätte auch so Sachen können sagen. Sie hat aber gesagt, ich bin stolz auf dich. Was ist passiert? Mein Rücken ist gerade gerader geworden. Und ich wusste, jetzt wird es nicht mehr lustig für alle anderen, weil jetzt komme ich nochmal mit einer neuen Energie. Und genau so ist es gekommen. Hey, der wirklich aufsteigen und werden nächstes Jahr eine Liga höher spielen. Aber warum erzähle ich das? Ein kleines Wort für Ermutigung. Kleine Bestätigung, bin ich überzeugt, gibt da Sicherheit. Es tut gut. Wir lesen in den Sprüchen 16,24 steht, ein freundliches Wort ist wie Honig. Angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Ich glaube, es ist genau das. Oftmals denken wir vielleicht sogar, das war jetzt noch gut gewesen. Aber wir tun uns nicht entscheiden, die Wörter aussprechen oder die Leute um uns herum zu ermutigen. Und spannend ist, ich habe mir das so ein bisschen angewandt, wirklich meiner Frau auch zu sagen, wie gut sie aussieht. Und sie sieht wunderbar aus. Es ist ja so, aber ich habe mir auch das so wie zur Routine gemacht, dass sie das sagen. Spannend ist, sie hat mir noch nie gesagt, jetzt hör mal auf. Das nervt mich jetzt offen. Das hast du mir schon so manchmal gesagt. Hör doch auf, jetzt mir zu sagen, ich sehe gut aus. Warum? Ich bin überzeugt, wir alle schätzen es, wenn auch gute Sachen ausgesprochen werden. Wenn wir vielleicht auch als Eltern dürfen unterwegs sein, ist es das Zehnte, wenn die Kinder gute Noten heimbringen, zu sagen, ich bin stolz auf dich, du hast es gut gemacht. Ich glaube, dann ist für sie klar, dass sie etwas Gutes gemacht haben. Aber vielleicht auch, wenn sie herausfordernde Tage haben, Tage, wo es anspruchsvoll ist, Tage, wo sie vielleicht sogar uns enttäuscht haben, nicht das Kind waren, was sie selber sein wollten, dass wir auch dann können sagen, wir sind stolz auf dich, du wirst deinen Weg machen. Und wir finden immer wieder Geschichten in der Bibel, die uns, glaube ich, sehr ermutigen, immer auch wieder diese Sachen zu sagen. Unser Leben vielleicht auch ein bisschen zu sehen als Aufgabe, Menschen um uns herum zu ermutigen, dass sie zur besten Version von sich selber werden können. Wir finden eine spannende Geschichte im Johannes Kapitel 4, wo Jesus uns so viel lehren kann. Jesus trifft eine Frau, einen Brunnen, nicht eine Frau, einen Brunnen, sondern einen Brunnen, eine Frau, trifft er dort. Und er hat schon im Vorfeld gewusst, dass die Frau Entscheidungen gefällt, wo vielleicht nicht so gedacht war, wo Jesus hat gedacht, okay, du hättest das Angst machen können. Aber Jesus geht spannend an diesen Austausch her. Er tut die Frau weder verurteilen, sondern tut ihr in vollem Respekt und Freundlichkeit schrittweise offenbaren, dass er alles weiss, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Er tut aber nie ein Wort vom Beschweren oder vom Ausrufen oder eben vom Verurteilen wählen, sondern bleibt stets freundlich. Und so passiert es, dass die Frau ihr Herz auftut und sogar Jesus so in dieser Begebenheit ihr kann viel mehr als freundliche Worte geben. Wir lesen in dieser Geschichte, wie Jesus ihr vom lebendigen Wasser erzählt, also von dem, dass sie ewiges Leben wird können haben. Ja, spannend gefunden, wie die Frau nachher rausgegangen ist aus dem, wir lesen im Johannes 4,39 steht, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus, die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Hat vielleicht Jesus die Frau nur verurteilt? Nicht auch gute Sachen gesagt. Ich weiss nicht, ob sie so begeistert war von dem Jesus, der jetzt mit ihr geredet hat, dass sie allen erzählen kann, auch Positives erzählen kann, dass Jesus da ist. Und so Menschen zum Glauben kommen.
Ich glaube, wir dürfen probieren, vielleicht auch ein bisschen abzulegen, so ein bisschen die Mentalität. Wenn ich nichts sage, dann ist es schon gut, gell? Und wenn ich dann irgendwo nicht zufrieden bin oder was, dann tue ich es dann schon sagen. Manchmal ist das ein bisschen Sinn, aber ich habe es ein bisschen probiert, so aufzuschreiben. Ich glaube, wir dürfen probieren, grosszügig mit Lob und Anerkennung zu sein und bescheiden mit unseren eigenen Bedenken und Beschwerden. Und das selber auch schon erleben dürfen, immer als Kilo unterwegs und vielleicht neue, größere Sachen sind angestanden. Und ich habe mich an x Situationen austauschen, als ich auch eng mit dem Könu unterwegs war. Und wir haben austauscht, ob das geht, ob Gott uns vielleicht nicht zu viel zutraut oder was und immer. Und ich habe dort auch schon wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich das kann, was von mir vielleicht verlangt wird. Ob ich überhaupt genug intelligent bin, genug Fähigkeit habe, das zu machen. Und spannend ist, wie der Könu auch vielfach zu mir gesagt hat oder immer wieder sagt, da habe ich gar nicht Angst, ich bin überzeugt, du kannst das. Jetzt ist es spannend, was löst das in mir aus? Es gibt mir auch eine Sicherheit. Eine Sicherheit dürfen dir das Leben gehen, weil jemand an mich glaubt, weil jemand sagt, du wirst es gut machen können. Ich denke auch an meinen eigenen Papa, der seit Jahren das Wort vor Ermutigung wählt, immer wieder, wenn wir aus Begegnung rausgehen, er mir sagt, ich staune, was du machst mit deinem Leben. Du machst es so genial. Ich staune, was du alles kannst bewegen kannst. Die Worte gehen mit ins Herz. Und auch warum? Weil sie mir Sicherheit geben in dem, was ich probiere zu bewegen, zu machen. Würde vielleicht so eine Person in meinem nahen Umfeld nicht immer wieder die Wörter von Ermutigung wählen, weiss ich nicht, ob ich machen darf, was ich mache. Ob ich vielleicht auch der Vater sein darf, den ich darf sein darf. Weil oftmals kommt es ja gar nicht aus dem eigenen raus, sondern vielmehr auch, weil Menschen in unserem Umfeld an uns glauben. Und ich glaube, Sprüche 20,25 sagt dort auch genial, Sorgen drücken Menschen ab, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Ich glaube, ein SMS schreiben geht vielleicht, je nach Geschwindigkeit oder nach Fülle, 5 Sekunden, 20 Sekunden, mit nur ein Herzchen schicken, nur 1 Sekunde, aber auch die sind freundlich gemeint. Aber vielleicht schnell ein SMS schreiben. Mal am Abend, bevor wir auf den Sofa hocken, schnell zu überlegen, könnte es jemanden geben in meinem Telefonbuch, der vielleicht Ermutigung braucht? Jemandem ein Wort für Ermutigung geben? Ich glaube, jede Person, und das glauben wir manchmal selber nicht, hat seinen Kampf. Jede Person hat irgendwo das Gefühl, ich kann das nicht, ich bin nicht fähig für das. Oder wird echt das gut kommen? Und ich bin überzeugt, Gott braucht Menschen, die Ermutigung geben können, um direkt ins Herz der Menschen zu reden. Und vielleicht sind wir heute Morgen da drei auf Livestream eingeschaltet und denken, das Letzte, was ich noch habe oder noch Kraft finde dazu, ist jemand anderes zu ermutigen. Ich selber bin der, der Ermutigung braucht. Ich habe Stress bei der Arbeit, ist herausfordernd in der Familie, ich weiss dort dieses und jenes nicht weiter, ich habe gesundheitliche Herausforderungen. Ich bin der, der Ermutigung braucht, dass ich überhaupt Tag für Tag nehmen kann. Und da möchte ich uns ermutigen, bleib ein bisschen bei den Sprüchen. Sprüche 11, 17 steht, wer freundlich zu anderen ist, hilft sich selbst damit. Ich glaube, auch da ist eine tiefe Wahrheit drin. Wenn wir vielleicht die Energie gar nicht haben, weil so viel geht in unserem Leben, dürfen wir auch dem probieren, zwischen den Worten von Ermutigung zu wählen, freundliche Worte zu wählen, sodass zwar andere dürfen profitieren, ich bin überzeugt, dass andere gesegnet werden, andere die Liebe von Gott dürfen erleben, aber wir auch selber dürfen erleben, gerade weil wir für andere da sind, Sachen bei uns besser laufen. Ich glaube auch, wie Gott alle Hebel in Gang setzt, damit Veränderung in unserer eigenen Situation kann kommen. Ich möchte uns ermutigen, es nicht zu einem Gesetz machen oder irgendwie aus unehrlich gemeinten Komplimenten gewisse Sachen abzuhäkeln. Aber ich bin überzeugt, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir immer wieder so Gedanken, wo wir auch sehen, wie andere Sachen gut machen. Und wenn wir das schaffen, das auch zu sagen, nicht nur zu denken, sondern wirklich die Worte auch aussprechen, bin ich überzeugt, hat das eine unglaubliche Kraft. Und es wird Leben verändern. Es wird das Leben der nächsten Generation verändern, wird aber unsere Beziehungen komplett verändern. Da bin ich überzeugt, wenn wir die Worte wählen können.
ja die letzten drei Sonntagen dürfen eine Predigt halten und das hat auch mich gebraucht, die Zeit im Moment. Ich hätte das gerne dürfen machen, aber ein wunderschöner Moment war, als ich letzten Sonntagabend spät bei Hause kam, wie ein Kärtchen auf dem Sofa für mich parat gelegen und meine Frau mir geschrieben, dass sie stolz und dankbar auf mich ist. Dass sie dankbar ist, dass sie das gemacht hat. Was hat das ausgelöst? Es war Wort von Ermutigung. Es hat mich bestärkt. Es hat mir Freude gemacht. Es hat mich im Herz berührt. Hat sie das vielleicht nur gedacht und denkt, ja, es hat er nicht schlecht gemacht. Hoffentlich hilft er jetzt wieder etwas mehr daheim. Ist nicht so nervös am Samstag am Abend oder was auch immer. Er denkt, ja, er hat sie im Grundsatz nicht schlecht gemacht. Der hat es bei mir nicht bewegt. Aber weil sie sich die Zeit hat genommen hat, ein einfaches Kärtchen zu schreiben, hat es mich bestärkt. Und ihr merkt, ich möchte uns ermutigen, dass wir dranbleiben. Dass wir auch das wie uns irgendwo zu einer täglichen Angewohnheit probieren zu machen. Nicht durchs Leben zu gehen mit dem Blick, was ist alles für mich, was kann ich alles machen, wo überkomme ich, sondern dass wir auch dürfen durchs Leben gehen und vielleicht mal sehen, wo kann ich ein Segen sein? Wo kann ich beim Einkaufen jemandem ein Lächeln schenken, jemandem merci vielmals sagen, vielleicht irgendjemandem sagen, dass es gut war. Ich habe vor kurzem probiert, dem Zahnarzt zu sagen, dass er einen unglaublich guten Job macht, aber habe dann auch gemerkt, weil es mir ja gleich sehr weh hat, dass es noch herausfordernd ist, beim Zahnarzt zu sagen, dass er das sehr gut gemacht hat. Und gleich habe ich probiert, die Konversation so ein bisschen am Leben zu behalten und gestaunen, was ich für eine Freude dürfen auslösen. Es ist überhaupt nicht so, dass mir das tagtäglich gelingt oder irgendwo eine fixe Routine ist. Aber immer wieder, wenn wir es dürfen probieren, glaube ich, hat es viel die grössere Wirkung, als wir es oftmals vorstellen können. Ich möchte bereits schließen mit einer berührenden Geschichte, die ich gelesen habe von einem 5-jährigen Bub. Der Bub Michael hat er geheissen. Der hat ein geniales Leben gehabt, war unterwegs, hat seine Mama geliebt, die Eltern geliebt und irgendwann ist sie die guten Neuigkeiten gekommen, dass er ein Schwesterli bekommt. Und der Bübel war so voller Freude, der ist immer wieder zum Bauch von der Mama her und hat gesagt, ich freue mich auf dich, Schwesterli, es wird so genial. Und hat sich dann auch angewandt, immer ein Lied zu singen. Ich habe gelesen, wie er immer gesungen hat, du bist mein Sonnenschein, du bist das, wo ich mich so fest darauf freue. Ganz herzlich, wie er das immer und immer gesungen hat. So ist es gekommen, dass er das wie fast täglich wollte machen, das Lied singen. Irgendwann ist es losgegangen, die Geburt hat gestartet. Leider hat es schlimme, herausfordernde Komplikationen bei dieser Geburt gegeben, so dass es einen Notfallkaiserschnitt gegeben hat. Mutter und auch am Neugeborenen ist es nicht wirklich gut gegangen. Das Neugeborene hat sofort auf die Intensivstation müssen, dort wo andere Kinder nicht erlaubt waren. Michael ist immer nervöser geworden und hat immer wie gedacht, wann kann ich endlich mein Schwesterli sehen? Wann ist endlich der Moment da? Aber er durfte nicht sie besuchen. Irgendwann haben die Ärzte die schlimme Nachricht, die Eltern müssen sagen, dass leider das Neugeborene die Nacht ziemlich sicher nicht wird überleben. Da hat die Mama gedacht, ich kann das Michael nicht antun, dem Bübel, der gesungen hat, dass er sein Schwesterli nicht einmal lebend sehen durfte. So hat sie sich entschieden, den Michael reinzuschmuggeln in die Intensivstation, irgendwo probiert, neben den Ärzten und den Krankenschwestern nebendurch zu nehmen, so dass er zumindest einmal sein Schwesterli noch sehen kann. Die Schwesterli ist an den Schläuchen gehangen und der Michael, der Bübel, ist irgendwo erklüpft und ist auch in der Überforderung drin, hat er nicht gewusst, was sagen, ob er sich jetzt freuen soll oder nicht. Er hat sich entschieden, dort einfach das Lied zu singen. Er darf singen, du bist mein Sonnenschein, du bist das, was ich mich gefreut habe. Ich freue mich darauf, noch so viel mit dir zu erleben, sein angewandtes Lied. Was ist passiert? Der Puls dieses Mädchen ist von einer viel zu schnellen Geschwindigkeit auf das Mal in eine Ruhe gekommen. Genau in diesem Moment ist er entdeckt worden. Die Krankenschwester wollte sagen, du musst sofort hier raus und sieht, dass der Puls oben ab ist gekommen. Mama und auch die Krankenschwester haben mich gesagt, sing nur weiter, sing nur weiter, hör ja nicht auf. Und der Bübel hat gesungen und gesungen und gesungen und gesungen. Ihr glaubt es nicht, dem Töchterli ist von diesem Moment an nur gut gegangen, sie ist obsi gegangen und sie hat das Spital nur ein paar Tage später verlassen. Das Mädchen ist heute gesungen, parat im Leben und es zeigt uns so schön, freundliche Worte können Leben verändern, freundliche Worte, bin ich überzeugt, können Wunder bewirken. Im Leben von unseren Mitmenschen, im Leben aber auch von uns selber. Wenn wir so schaffen, das zu sagen, schaffen,
irgendwo Leute zu ermutigen, glauben, es hat so eine grosse Kraft. Vielleicht manchmal sogar mehr als tatkräftig helfen, als sich mit Sorgen zu machen, sondern probieren auszusprechen. Immer im Jesaja 13 haben gelesen, sagen wir denn auch Gott lieben, dass es gut kommt. Im Hebräer 3,13 steht, ermutigt einander jeden Tag. Ich glaube, eine Zusage, die wir mitnehmen dürfen. Einander, den Menschen, die wir zusammen unterwegs sind, Familiensunde, vielleicht auch, wenn wir alleine unterwegs sind, dem Arbeitsplatz, Leute, die wir im öffentlichen Verkehr treffen, wo immer, um mal zu ermutigen. Ich glaube, das hat die Kraft für das Leben der Mitmenschen, aber auch für unser eigenes Leben.